Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu Panzer Corps, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause Slytherin aus dem Jahre 2011. Wir befinden uns hier in der zweiten Runde von insgesamt 30 während des Kampfes um das Deutsche Reich in Klammern im Osten bei regnerischem Wetter. Hohoho. Und wir gucken uns mal die Karte an. Jawohl, ich habe nochmal einen Spielstand geladen und zwar den, bevor diese Artillerie verlustig geht. Und ich habe mir tatsächlich diesen Spielstand nochmal angeguckt und sehe, dass ich ein Fahrzeug noch nicht gezogen habe. Das wäre dieser Dijon. Und wie wäre es denn, wenn ich diesen Wäldchen nehme und dahin stelle? Damit ist die Artillerie von Angriffen aus dem Norden geschützt. Und das mache ich mal. So, dann werden wir noch weiter mal gucken. Ein Blick auf die Karte. Ich habe ziemlich viele Ziele, die ich halten muss, verloren. Das wäre Posen, hatte ich noch niemals besessen. Breslau ging verloren. Hier unten ist Wien, ist verloren gegangen. Und Prag steht kurz vor dem Verlust. Das ist so. Da wird nicht mehr allzu viel passieren. Die Flak bekomme ich da auch nicht mehr weg. Hier unten habe ich noch zwei Flakgeschütze, die möchte ich hier gerne postieren, quasi nördlich der Donau im Raum Regensburg, damit hier durchbrechende Einheiten auf alle Fälle nochmal aufgehalten werden. Genau. Hier habe ich eine schöne, süße, kleine Kampfgruppe in den Bergen. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was das für Berge sind. Das ist in der Nähe von Brünn, östlich von Prag, die Tatra. Keine Ahnung. Und die ist tatsächlich nicht mehr angegriffen. Also ich sehe hier keine Truppen mehr, die diese Verbände, sind immerhin 4 Infanteriedivisionen, ein Packgeschütz, 3 Artillerien, nämlich eine schwere Feldherrenpanzer 18 und 2 Nebelwerfer. Und die Flak, die sind jetzt ohne Feinde. Und mal gucken, was sie machen können. Vielleicht können sie jetzt aus dem Rücken entweder hier nach Krakau vorstoßen oder aber nach Brünn zurückgehen, um hier wieder das Land zu besetzen. Das werden wir erstmal sehen. Jetzt ist aber erstmal der Gegner dran. Die Frage ist noch, gehe ich hier mit dem Flakgeschütz 1 raus oder nicht? Ha. Also der Gegner wird, wenn überhaupt, hier über diese Brücke übersetzen, um dann nach Dresden vorzustoßen. Die Frage ist, wenn ich jetzt das Flakgeschütz hier eins nach vorne stelle, ob das Sinn macht. Ach, ich lasse das jetzt da, so wie es ist. Die Luftwaffe ist auch ordentlich positioniert. Na gut, mehr oder weniger. Und dann gucken wir mal, was der Gegner so macht. Und hui! Ja, ist klar. Hey. Autsch. Autsch. Mit 3 taktischen Bombern kommt er an. Oh, der Panther hat sich sehr gut verkauft. Ebenfalls. Damit ist jetzt Prag gefallen. Wow. Und die Fallschirmjäger in Stettin wurden gar übelst gerupft. Autsch.
So, das war prinzipiell ziemlich gut. Das werde ich tatsächlich auch mal abspeichern. Denn ich habe diese Artillerie halten können. Die wurde mir also nicht vernichtet. Und das ist hervorragend. Ansonsten, der Gegner ist ganz stramm auf dem Vormarsch. Was ich hier aber gesehen habe, ist, da ist nichts. Hier ist kein Gegner. Und jetzt lasst mich doch einfach mal Folgendes tun. Will ich? Ja. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Ich habe Krakau eingenommen. So, da. Das heißt, ich werde hier. Aus meiner Igelstellung, aus den Bergen jetzt vorrücken und verlorenes, gegangenes Gebiet, wie hier zum Beispiel Brunn, wieder einnehmen. No, da werden wir doch mal gucken, ob das funktioniert. Ansonsten, die Luftwaffe wird sich hier. Moment. Auf die gegnerischen Flugzeuge konzentrieren. Und sie ordentlich, so hoffe ich zumindest, penetrieren. So, hier, passt auf. Da stürzt eine IL-2 ab. Und mit was? Mit Recht. Süchen, hier wird eine weitere IL-2. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt gerupft, aber dafür reicht es nicht. Ich muss hier noch einmal drauf schießen, bevor die abstürzt. Wie jetzt zum Beispiel, ne? Weg ist sie. Jawohl. Und damit habe ich jetzt nämlich freie Hand für meine Sturzkampfbomber, die hier Angst und Schrecken über die sowjetischen Truppen verbreiten können. Ich schaue gerade, hier habe ich doch noch einen Stahuka, der hier diesen angeknacksten IS-2 hoffentlich ich wollte gerade sagen, zur Kapitulation zwingt, aber das schaut noch nicht so gut aus. Deshalb werden wir hier erstmal für Furore sorgen. Die Frage ist nur, kriege ich den jetzt hier klein? Das wäre natürlich sehr schön. Meine Panzer sind allerdings. Da muss ich mal gucken. Moment. Der wird aufgefüllt. Der wird aufgefüllt. Der geht zurück. Die gehen vor. Hier habe ich jetzt noch einen Scharlachtflieger. Den kann ich hier noch gut einsetzen, möchte ich meinen. Jawohl, passt mal auf. Oh, der war aber sehr gut. Der hat jetzt eine ganze Artillerie vernichten können. Das fand ich jetzt aber extrem okay. Hier habe ich jetzt noch weitere Stukas. Die möchte ich auch ins Gefecht bringen. So. Ich schaue gerade, wo jetzt der Büchsenöffner, der fliegende Welsche, am meisten Schaden verursachen kann. Oder wird. Könnte hier zum Beispiel die Katjuscha angreifen. Die ist aber momentan tatsächlich nicht so ein großes Problem. Ich werde hier erstmal die Artillerie auffüllen.
Holla die Waldfee und hier den IS-2-Panzer aus den Socken hauen. Das ging besser wie gedacht, denn er ist vernichtet. So, der Panther bleibt hier stehen, um die Artillerie zu schützen. Ich hätte gerne, ja, der wird hier sich mal aufmunitionieren. Ich hätte gerne tatsächlich dieses Geschütz noch ausgeschaltet. Das wehrt sich aber noch. Da ist die Frage. Ich habe ja hier... Ja, das reicht mir nicht. So, wir machen das mal aus. Dieser Bomber hat Einheiten der Su-152 unterdrückt. Und zwar 3. Ne? Hier durch die Würfel. 74, 82 und 82 wurden 3 Einheiten der ISU unterdrückt. Das heißt, sie ist nicht mehr so ganz kampfstark. So, wenn ich jetzt nochmal angreife, und zwar mit dem Nebelwerfer, wurde eine weitere Einheit unterdrückt. Und ich werde jetzt tatsächlich mit den ja nicht mehr so ganz gut beieinander seienden Infanteristen mal hier draufhauen. Wieso habe ich das gemacht? Die Su steht im Wald. Richtig. Und damit passiert genau jenes. Sie wird vernichtet. So. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Habe ich hier noch irgendwo eine Luftwaffeneinheit? Jawohl. Die könnte... mal ganz kräftig hier auf diesen Aufklärer zuströmen und Hallo sagen. Das hat sie hiermit getan. Und damit habe ich auch hier eine weitere Einheit ausschalten können. Und jetzt ist die Frage mit der Maus. Ne? Ich habe hier noch eine Maus. Ein super Panzer. Ich würde eher sagen, fahrender Bunker. Die könnte hier nochmal ganz gut draufklopfen. Denn die ISU 152 kann keine Luft- bzw. Bodenunterstützung mehr geben, weil sie ist komplett unterdrückt. So, und da lasst mich doch mal schauen. So, zieht sich natürlich genau in die falsche Richtung zurück. Und ich kann sie bedauerlicherweise nicht neutralisieren mit meiner Artillerie. Da war sie zu schwach. Und jetzt ist es die Frage. Ich möchte nämlich gerne den Tiger freiräumen. Und hier tatsächlich den IS-2-Panzer vernichten. Das habe ich hiermit auch getan. Bestens. So, der Aufklärer hat hier mal kurz reingewirkt, um den gegnerischen Aufklärer mal so die Meinung zu geigen. Der Panther schützt die Artillerie. Und dieser Panther, den werde ich jetzt tatsächlich mal volle Stärke geben, genauso wie jenen, damit ich hier wieder eine gute Front aufbauen kann. Und hier bei Dresden zeichnet sich ein Drama ab. Und zwar, der Sowjet wird jetzt hier durchbrechen, wie es scheint. Ihr seht jetzt hier diese Linie an Fahrzeugen. Da sind Panzer, da ist Infanterie und da ist auch Artillerie dabei. Die werden sich jetzt hier durch das Elbtal vorkämpfen, wahrscheinlich Dresden überrennen und dann sich in das Innere von Deutschland ergießen. Ich muss auf alle Fälle aufpassen, denn Leipzig ist ein Ziel, ein strategisches Ziel. So, kann ich jetzt auch momentan eh nichts tun. Ich werde versuchen, den Tiger, den ich hier habe, ne, das ist ein guter Tiger, also der kann hier stehen bleiben oder aber wieder auf
Abfangposition sich hierhin begeben, damit ich hier diese nördliche Panzer- bzw. Artilleriekonzentration relativ schnell niederschlagen kann, damit ich hier Kräfte frei bekomme, um diesen Stoß aufzufangen. Oder aber er bleibt da stehen, wo er ist. Ich könnte ihn nämlich zum Beispiel hier hinziehen, damit er Angriffe abblocken kann. Ob das eine gute Idee ist, keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht, woher soll ich denn sowas wissen? Andererseits kann ich hier die Infanterie zurückziehen, das mache ich auch, damit sie im Raum Berlin noch eingesetzt werden kann. Die Maus, also der Mauspanzer, der bleibt hier stehen. Und ich schaue mir jetzt mal die Luftwaffe an. Hier habe ich tatsächlich noch eine Messerschmitt 262, die Dinge machen kann. Und die wird sich auf einen Panzer stürzen. Die Frage ist nur, welche. Hier, ich gehe hier tatsächlich mal auf die Su-76, der ich immerhin sage und schreibe drei Einheiten abnehmen kann. Und das ist gut gewesen. So, ach, den Büchsenöffner habe ich ja immer noch. Da könnte hier den T-34 85 komplett ausschalten. Das wäre vielleicht sogar eine ganz gute Idee, weil damit kann diese Einheit sich nicht mehr auffüllen. Oder, ich gehe hier auf die Katjuscha, also eine Artillerie, um diese zumindest zu schwächen. Jetzt schaue ich mal, ist die denn, die hat eine Reichweite von 2, 1-2, das heißt, sie ist außerhalb der Wirkungsreichweite, also sie kann keine Einheiten von mir erreichen, bis auf diesen Panther, und damit ist sie relativ wirkungslos. Da würde ich eher sagen, ich mache diesen. Weil Furcht ist Furcht. So, der Königstiger zieht sich hier zurück auf Glogau und ist hier wieder in der Sicherung von dem Stuka zu Fuß. So, da könnte ich den hier tatsächlich mal hierhin zurückziehen. Da habe ich hier eine schöne Linie, ne? Sieht schön aus. Da habe ich einen Tiger, Quatsch, einen Panther, da könnte vorgehen und den T-34 angreifen. Mache ich aber nicht. Der bleibt hier schön in der in dem Schutz der Artillerie. Das war schön. Damit habe ich nämlich hier jetzt noch Stettin quasi wieder freigekämpft. Ich könnte jetzt hier mit dem Ferdinand reingehen, um die Stadt zurückzuerobern. Das macht aber keinen Sinn. Andererseits, ich könnte tatsächlich auch mit der Infanterie vorgehen. Die wäre dann aber nicht gedeckt. Darum lasse ich das so stehen. So, ich schaue nochmal. Da habe ich eine Flak. Die Artillerie. Die könnte ich tatsächlich ein bisschen aus der Wirkungsreichweite dieser Su-152 nehmen. Zum Beispiel, indem ich die hier runterstelle. Ich denke, das geht in Ordnung. Die Maus, die ist stark. Die kann sich selbst verteidigen. So, da oben habe ich noch die Infanterie, die bleibt stehen. Ja, oben bei, wo ist das? Das ist Kiel. Die bleibt auch stehen. Hier habe ich eine Pack. Die bleibt ebenfalls stehen. Und wir beenden mal den Zug und der Gegner ist dran. Ich bin sehr gespannt, was er macht. Hier drückt er mit Artillerie ran. Hat aber nicht mehr so die Panzerstreitmacht. Die wird wahrscheinlich noch hier oben irgendwo stehen, damit er hier einen Übergang über die Oder erzwingt. Da ist er auch schon gut dabei. Hier mit einem T-34, da mit einem T-34. Müssen wir noch gucken. Krakau ist mein und eine unheimlich große Streitmacht, also eine Infanterieeinheit, nähert sich Breslau aus dem Osten. Und vielleicht kann ich Breslau tatsächlich wieder einnehmen. Und das wäre gut. Das hier, das macht mir momentan Sorgen, und zwar große Sorgen, denn hier sind Panzermassen dabei, unter anderem Su-85,
ISO 152 als auch ein paar schon vorgetötete T-34-85, 1, 2, 3 und 2 IS-2-Panzer. Nein, 3 IS-2-Panzer. Also hier, das ist eine maximale Streitmacht, die nur durch eine 8-8 momentan aufgehalten wird. Und das wird nicht lange halten. Wir werden sehen, was er macht. Er kommt mit einer Luftwaffe an. Nein! Maximale Verluste. Der Gegner hatte irgendwo noch Jäger und meinen Büchsenöffner vernichtet. Deswegen, ganz ehrlich, das mache ich jetzt. Ich werde den Kampf nochmal laden. Die Artillerie wird hier bekämpft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Büchsenöffner. Er hat keine Chance gegen zwei Jäger. Ich glaube, die Einheit ist tatsächlich verloren. Ja, ne? Also der Büchsenöffner, also die Henschel 129 Ausführung B, die Leiter ohne Jagdschutz operiert hatte, und zwar hier, wurde von zwei sowjetischen Jägern überrascht und zerschlagen. Das ist natürlich sehr schade. Ich überlege gerade, nochmal zu laden, um eventuell das Würfelglück zu überreden. Einmal mache ich das noch. Ja, kommt. Was soll der Geiz? Mal gucken, was so passiert. Sie wehrt sich. Und sie überlebt. Selbst der Panther hat jetzt sich gut gehalten. Und der Königstiger, der in einer Stadt steht, hat auch gute Abwehrleistungen erzielt. Der Aufklärer überlebt zumindest.
Die Artillerie baut hier ein massives Sperrfeuer auf. Und das, liebe Leute, war ein gutes Ergebnis. Sofort speichern. Ja, ist ein bisschen geflunkert, das gebe ich zu. Aber das ist natürlich auch hier ein hartes Gefecht. Zunächst einmal, die Luftwaffe wird jetzt einschreiten. Wo ist sie denn? Hier unten, ne? Sie blitzt tatsächlich mit ihren Messerschmitt als auch Fuke Wulf 190 Jägern total ab. Das heißt, die Jäger als auch Bomber werden nicht zerstört. Das hole ich jetzt auch gleich nach. Hier gibt es auch noch eine Auszeichnung. Das ist hervorragend. Hier habe ich noch einen weiteren Jäger. Ja, leider nicht. So, und damit ist die gegnerische Luftwaffe erstmal wieder ausgeschaltet. Das ist soweit gut. Hier unten hat sich ein Gegner herangeschlichen. Und zwar eine Artillerie. Da muss ich schön aufpassen, ne? Die machen wir erstmal kaputt und nähern uns hier weiter Brunn. Dann würde ich sagen, werden wir hier den Flugplatz sichern und hier weiter vorstoßen. Ich bin mir jetzt hier nicht ganz sicher, ob hier Breslau tatsächlich besetzt ist. Muss ein bisschen aufpassen. Erst einmal, aber zumindest möchte ich hier den Druck etwas mindern und... Ja, das ist jetzt die Frage, wie einen IS-2-Panzer gerne vernichten. Oder aber, Moment. Hier erstmal kurz Hallo sagen und die Su-76 zerstören. Jetzt kann nämlich hier ein Stuka arbeiten. Der war jetzt nicht sonderlich effektiv. Tief. Mal schauen. Ja, oh, ich würde jetzt mit einem Levelbomber, macht das ja keinen Sinn, oder? So, der wird erstmal repariert. Ah, das war jetzt nicht sonderlich viel, aber immerhin. Ich habe hier natürlich jetzt einen gewissen Druck. So, jetzt ist hier die Frage, was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das ist eine Pack. So, erstmal drauf schießen. Die Frage, oh, hier habe ich ja noch einen schönen, einen Schlachtflieger, den ich ja gerne einsetzen würde. Moment.
Der Levelbomber konnte 4 Einheiten unterdrücken. So, ich bekomme sie leider nur nicht klein. So, ne, ein bisschen die Artillerie ausdünnen bzw. unterdrücken. Rückwärtig wirken und die Front hier zusammenhalten. Aufmunitionieren, das ist klar. Und, ja, pass mal auf. Ich bekomme hier leider den IS-2 nicht klein. Das schaffe ich nicht. Das ist natürlich schade. Und jetzt ist die Frage, kann ich jetzt mit dem überlebenden Schlachtflieger noch irgendetwas hier anrichten? Moment. Der geht mal hier hin. Damit habe ich hier erstmal eine Frontlinie aufgebaut, ne? Das finde ich erstmal soweit ganz gut. Halte hier die Front. Der hat eine Reichweite von 3. 1, 2, 3. Ich hätte jetzt hier den T-34 in Stettin angreifen können, würde dann aber in die Reichweite von dieser Artillerie kommen. Deswegen lasse ich das. Habe ich noch irgendwo einen Jagdflieger, ein Flugzeug? Nicht wirklich. Ich habe hier noch einen. Das ist ein Schlachtflieger, den möchte ich aber gerne tatsächlich günstig einsetzen, damit er Schaden verursacht. So. Ja, jetzt ist hier die Frage, der wird hier ankommen. Ich werde mal hier die Flaglinie aufstellen. Der geht. Ach, ich hätte. Mensch, ich habe hier leider keine Aufklärung. Ah, der geht mal hier hin. So, und jetzt gucke ich mal, welche Einheiten ich noch nicht gezogen habe. Die Flak bei Kiel, das ist klar. Der wird hier auch nicht viel mehr machen können. Der macht hier Artillerieunterstützung. Die Artillerie bleibt, wo sie ist, genau wie die Pak. Die Maus hat sich bislang sehr gut gehalten, bleibt hier. Das ist in der Nähe von Kassel.
Ja, ich könnte jetzt hier natürlich Dresden räumen. Die Flak bleibt aber tatsächlich erstmal als Wellenbrecher. So, jetzt habe ich hier noch den Königstiger. Der steht natürlich ein bisschen blöd da, weil er in einer Stadt steht. Und deswegen wird er hier tatsächlich erstmal die Infanterie schwächen. Der Tiger, den ich hier habe, der könnte hier Dinge tun. Die Frage ist nur was. Weil er kann keinen Panzer hier komplett zerstören, würde aber Verluste einfahren, genauso wie dieser. Deswegen bleiben die hier so stehen. Die Flak weicht aus. Die Artillerie bleibt stehen. Die bleibt stehen. Genau. So, damit habe ich jetzt sämtliche Einheiten gezogen. Der Gegner ist dran. Hoffentlich steht keiner in Breslau. Die Truppe werde ich dann hochziehen nach Lodz. Und wenn das Ding auch frei ist, wäre das ja gar nicht mal schlecht. Das ist nämlich dann gutes Prestige für mich. Und hier, Brünn scheint auch nicht, geh weg, scheint auch nicht besetzt zu sein. Ne? Ist er schon hier in Reichweite oder in Sichtweite meiner Einheit? Sehe ich niemanden drin. Das heißt, ich werde dann mit dieser Infanterie runter nach Wien, um Wien einzunehmen. Ne? Ein strategisches Ziel. Mal gucken, ob das funktioniert. So, der Panther verkauft sich hervorragend. Der Tiger, exzellent. Und der Stuka zu Fuß wird von rückwärtiger. Hollalala, holla die Waldfee. Also der Stuka zu Fuß ist verloren. Also hier fahren wir mal ganz streng nach oben. Hier werden wir Brunn einnehmen. Und jegliche Verteidigung ausschalten. So, das war schon mal. Das war hervorragend. Hier werden wir tatsächlich erst einmal den T-34 angreifen. Das war gut, denn es wurde eine Einheit vernichtet und zwei unterdrückt. Und damit kann Stettin wieder eingenommen werden. Ne? Bestens. Jetzt gucken wir uns hier die, also um Berlin die ganze Sache an. Die sieht so schlecht gar nicht aus, da der Gegner viele Einheiten ohne Munition hat. Das ist natürlich toll. Und da werden wir jetzt anknüpfen. Und schauen, was wir tun können. Ich schaue gerade hier ganz wild, was meine Flugzeuge so tun können. Erstmal die Su-76 als Artillerie vernichten, ist klar. Dann wird hier die Artillerie draufschießen. Die war doch unterdrückt. Und in und um Berlin hier erstmal sich ein bisschen freikämpfen. Ne?
So. Auf jeden Fall erstmal Verluste verursachen. Das ist immer gut. Hier habe ich jetzt noch eine Artillerie. Die könnte ich jetzt hier vorschieben. Der IS-2 wird aber ausgeschaltet, das ist klar. Und jetzt hätte ich tatsächlich gerne hier die ISO 122, die hier im rückwärtigen Feld herumwildert, die hätte ich tatsächlich gerne ausgeschaltet. Die Frage ist nur, mit was? Ha. Schwierig. Ich könnte hier Glogau räumen, was in Anbetracht der beiden Infanterieeinheiten gar nicht mal so schlecht wäre. Ich könnte aber auch. Hier einen Korridor freisprengen, um den Panther rauszuholen. Und gegen die ISO einzusetzen. Mal gucken, Moment. Die Tiger sind nicht so toll. Er könnte sich auch hier dazwischen stellen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wow, was war denn das? Das war jetzt ein harter Schlag gegen meinen Tiger, der jetzt quasi die Hälfte seines Bestandes verloren hat. So, der bleibt aber tatsächlich im Moment, der kurbelt runter. Die Flak bleibt. Die Einheit bleibt. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Bleibe ich hier tatsächlich so stehen, damit hier dieser eine ISO 122 bleibt? Ich glaube, ich kann nicht anders. Ich werde nicht anders können, denn den Tiger, den ziehe ich hier nicht weg. Das kann ich nicht tun. Er hat sich nicht gut verkauft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nicht so doll. Ich komme nicht zu einem anderen Ergebnis. Ich muss da so stehen bleiben. Aber ich habe ja noch etwas Luftwaffe. Und die wird jetzt hoffentlich hier noch ein paar Dinge regeln können. Die Frage ist nur, was genau? Das hat nicht funktioniert, leider. Ebenfalls nicht. Die Schlachtflieger würde ich trotzdem auf die gepanzerten Ziele belassen. Ja, da könnte auch die. Oh, hier, diese. Die tut hier ein bisschen weh. Alle Fälle mal drauf bombardieren. Jeder Verlust ist ein guter Verlust, zumindest für den Gegner.
die muss ich halt ein bisschen klein halten hier, ne? Die Infanterie, die ist da nicht so doll. Die bleiben. Ich könnte, pass mal auf, ich nehme mal hier den hier her. Hat leider nicht wirklich groß gereicht. Ich konnte hier der ISO 122 keine größeren Verluste beibringen. Ziehe jetzt hier die Infanterie raus. Die Frage ist nur, was wohin? Die werde ich mal. Ugh. Was mache ich? Die Infanterie möchte ich hier rausziehen. Die ziehe ich mal hier hin, damit diese Panzer, falls sie angegriffen werden, eine Rückzugsmöglichkeit haben. Die Artillerie bleibt da, die bleibt da. Was? Ja, ich habe 300 Punkte, da möchte ich jetzt hier keine auffrischen. Dieser Tiger, der hat wirklich geblutet, das hat mir jetzt wehgetan. Das war nicht so prall, aber ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier so stehen. Ich schaue nochmal die Einheiten durch. Ja, die können wir mal vornehmen. Ne, immerhin unterdrückt. Die ist gut. Die Pack bleibt stehen. Was ist denn das jetzt? Ein Nebelwerfer. Wo ist er denn? Ach, da unten. Der bleibt auch stehen. Die Pack bei Kassel. Die bleibt auch stehen. Die könnten hier oder die könnte hier die Panzer aus Dresden, Leipzig bzw. Erfurt aufhalten, wenn sie so weit vorstoßen. Die Pack, also die Flak-Pack, bleibt hier so stehen. Komm, was soll's. Wow! Soweit so gut, aber der Verlust des Panthers war mir jetzt tatsächlich ein Verlust zu viel. Ich speichere jetzt erstmal diese Runde ab und lade den Kampf neu. Wow, echt. Prinzipiell gut, aber ich möchte tatsächlich gerne, dass der Panther überlebt. Das ist immer noch eine sechste Einheit. Jetzt hat er sich gut verkauft. Sehr schön. Es ist übrigens wieder schlechtes Wetter. Ich sehe hier gar nichts.
Aber pass mal auf, ich werde das speichern in die sechste, das überschreiben wir, zack, zack. Und ich werde jetzt hier nach Lodge fahren. Das funktioniert tatsächlich, ist das cool. Und hier runter. Aha. Und der geht hier nach oben. Damit ich hier Wien als auch Prag zurückerobern kann. So, jetzt ist die Frage, ich sehe hier leider nichts. Ich werde hier nochmal speichern. In die Z6. Ich habe ja hier unendlich Speicherslots frei. Und tatsächlich Breslau zurückerobern. Wahnsinn. So, die Luftwaffe geht zurück. Ein paar können hier bleiben. So. Ne, hier erstmal schön alles zurückschlagen. Das ist gut. Ich wusste es doch. Er hat hier wieder sich aufgemumpelt, aufmunitioniert. So, und jetzt ist hier die Frage, was mache ich hier? Jetzt fährt er natürlich weg, verdammt. Ich hätte hier tatsächlich gerne noch diese Einheit vernichtet, damit ich meine Maus wieder aufmunitionieren kann. Das funktioniert aber leider nicht. Ebenfalls möchte ich gerne den Königstiger hier rausziehen. Bei Nürnberg bleibt das Kriegsglück auf meiner Seite. Hurra, hurra, hurra. Hier oben, das sieht prinzipiell auch nicht schlecht aus. Aber ich würde mal sagen, ich ziehe mich hier tatsächlich auf diese Kampflinie zurück. Habe ich echt 000 Prestigepunkte. Wow. Ich könnte jetzt hier noch angreifen.
um die Garnison bei Wien letztendlich zu zerschlagen. Das fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Damit hat er nämlich wieder eine Einheit verloren. So, die bleibt stehen, die bleiben stehen. Alles gut. Ja. Hier habe ich mich jetzt nicht sonderlich gut positioniert. Der Gegner, der darf jetzt mal ziehen. Ach, immer auf die Kleinen. Das mit Breslau hat er gemerkt. Hui! Dresden ist gefallen. Nach wie vor nicht so tolles Wetter. Und die Frage ist, bekomme ich jetzt hier meine Infanteriegruppe noch raus? Vermutlich nicht. Das ist natürlich schade. So, was kann ich denn jetzt hier noch ausrichten? Es ist bewölkt und trocken. Das heißt, meine Luftwaffe kann ich einsetzen, aber nicht in voller Stärke. Das heißt, sie hat einen Malus. So, da gucken wir mal, was ich jetzt hier noch alles anrichten kann. Yay, Kriegsheld. So, und unter Umständen bekomme ich nämlich jetzt hier auch die Maus frei, die ich dann anderweitig einsetzen kann. Denn meine Panzerstreitkräfte sind hier schon durchaus dezimiert. Hier habe ich jetzt aber einen Stuka, der leider auch penetriert wird. Er konnte einfach nicht einen unterdrücken. Gling. So, ich schaue gerade, was ich jetzt so noch machen kann hier, ne? Immer ruhig. Das ist hier natürlich sehr, sehr schade. Ich kann hier die Leute aus Glogau, nee, aus Breslau, Entschuldigung, tatsächlich nicht mehr großartig unterstützen, weil er hier mit seinen IS-2-Panzern meinen Entsatz, wenn wir so wollen, aufhält. So, deswegen möchte ich hier nochmal versuchen, einen IS-2. Na, leider nicht. Noch irgendwie ruhig zu halten.
und wenn möglich zu vernichten. So, das ist mir tatsächlich gelungen. So, der Tiger, der hat es hinter sich. Er konnte aber. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Er konnte aber hier diesen IS-2 die Munition stehlen. Mal gucken, ob das was bringt. So, hier habe ich noch einen Schlachtflieger. Der kann. Hier noch ein bisschen Bodenunterstützung bringen in die ganze Sache. So, das war jetzt 3 unterdrückt, einer vernichtet. Damit ergibt sich hier der Aufklärer. Das war jetzt tatsächlich so gewollt. Der nimmt hier den Flughafen ein. Das gibt Prestigepunkte. So, was können wir denn hier noch tun? Ha. Ich versuche jetzt hier so massive Verluste wie möglich mit den verbliebenen Einheiten zu verursachen. Die Frage ist nur, gegen welche denn? So, hier werden wir die Einheiten mal auffüllen, damit ich sie wieder in den Kampf werfen kann. Die Luftwaffe ist leider nicht so gut dabei, eben weil es bewölkt ist. Da hat sie jetzt nicht so die Schlagkraft, die sie eigentlich hat. Das bringt leider alles nicht. Und den Tiger kann ich hier auch nicht zurückziehen. Zum Glück hat er hier keine Munition. Den ziehen wir mal hier hin. Hier will ich langsam mal über die Oder, um jetzt hier gegen Kolberg noch vorzustoßen, da die letzten Verbände zu fassen. Und hier teilt er sich. Das ist jetzt ein Glück für mich. Dummerweise, der Infanterieverband in Breslau, der wird untergehen. Da bin ich ziemlich davon überzeugt. Aber hier, dafür kann ich Prag zurückholen. Ja, das war klar. Wo kommt denn der überhaupt her jetzt? Ja, das war, Moment mal. Das mit dem Zweier-Tiger war klar. Was, da kann ich nichts machen. Oder doch? Ich glaube tatsächlich, er hat überlebt. Der Zweier-Tiger. Die Frage ist, kriege ich den jetzt hier raus? Müssen wir mal gucken. Die Einheit füllt sich auf mit Munition.
Das ist gesetzt. Wow. Der IS-2 schaltet 3 Mäuse aus. Ich hätte natürlich vorher erstmal mit der Artillerie draufklopfen sollen. Das ist richtig. So, das hole ich jetzt nach. Ich habe jetzt 2 Artillerieschläge auf den IS-2. Und vernichte ihn mit Ach und Krach. So, meine Verbände hier füllen sich jetzt erstmal mit Munition auf, denn die sind ziemlich leer geschossen. So, und da mir hier ein bisschen die Aufklärung fehlt, ihr seht, die Luftwaffe kann wieder mal nicht aufklären, verbleibe ich erstmal so in den Stellungen. So, jetzt gucke ich mal hier runter. Hier unten war doch noch eine Katjuscha. Die habe ich doch gesehen. Wo war die denn? Da. So, die haben wir jetzt hiermit ausgeschaltet und Prag ist wieder eingenommen. So. Uah. Verdammt. Den habe ich nicht gesehen. Ein IS-2-Panzer. Und ich gehe natürlich mit einer Infanterie-Gebirgsjägern über die Donau. Oh Gott, das wird Scheibenkleister. Jetzt ist die Frage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war jetzt sehr unklug. Die Frage ist, wird mir das was bringen? Ich wäre eher. Die wird mir doch zerstört. Die wird mir doch komplett zerschlagen. So, ich schaue trotzdem, was man hier noch machen kann. Ein paar Flugzeuge gehen zurück. So, was mache ich mit dem? Schalten wir hier noch eine Infanteriedivision vor Berlin aus. Das war hervorragend. Ich schaue mal aufs Wetter. Morgen wird es wieder gut werden. Also am kommenden Tag ist wieder klar und trocken vorhergesagt. Das heißt, ich kann hier noch Dinge tun. Prinzipiell sieht es so schlecht nicht aus. Ich habe Wien zurückerobert. Ich habe Prag zurückerobert. Und ich habe sogar Breslau momentan erobert und halten können. Das heißt, mir fehlt im Prinzip aktuell nur noch ein Ziel und das ist Posen.
und dann hätte ich die Karte gewonnen. Aktuell, der Gegner steht tief in meinem Land. Er ist bis nach Nürnberg vorgestoßen und aktuell ist er sogar dabei, Leipzig bedauerlicherweise einzunehmen. Dagegen ist seine Offensive vor Berlin gescheitert. Da bin ich jetzt auf dem Vormarsch. Stettin halte ich auch hervorragend und wir schauen, was wir in der nächsten Episode aus dieser ganzen Misere noch machen können. Und bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Obacht, ganz wichtig, habt Spaß beim Zocken. Bis dahin, ciao.